Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Video. Wir gucken uns heute die oder weiter die If-Bedingungen an. Also gucken wir uns immer das nächste Level an. Wir haben hier drei Reihen, wo jeweils immer Schalter und Edelsteine durcheinander liegen. Das heißt, wir wissen nicht, wo was ist. Wir haben hier eine Methode vorgegeben, die Collect or Toggle heißt, die aber noch nicht ausgefüllt ist. Und wir können hier unten nochmal Code hinschreiben. Deswegen schreiben wir zuerst einmal hier diese Methode, wo wir ein If-Statement haben, wo wir ein IsOnGem abfragen. Immer weil wir auf dem Juwel stehen, wollen wir natürlich ein CollectGem machen. Und wir machen ein else-if is closed switch. Das heißt, immer wenn wir auf dem geschlossenen Schalter stehen, wollen wir einen Toggle-Switch machen. Wir müssen ja auch auf jeden Fall darauf abfragen mit einem else-if, weil ansonsten stehen wir auf einem offenen Schalter, der schon umgelegt wurde, und wir schließen den Schalter wieder. Dann können wir unten noch eine Funktion schreiben, die solve wow heißt. Und diese Methode soll erstmal nur in einer Vorschleife, die von 1 bis 4 geht, so, weil wir müssen 4 Schritte nach vorne gehen. Wir müssen auch am Anfang erstmal einen Schritt nach vorne gehen, das heißt, wir machen einen Move Forward und dann rufen wir immer Collect or Toggle auf. Ist auch wichtig, dass wir zuerst Move Forward aufrufen und dann Collect or Toggle, weil auf dem Stadtfeld kann nichts liegen, das heißt, wir müssen erst immer einen Schritt nach vorne gehen. Ansonsten, wenn wir zuerst abfragen und dann einen Schritt nach vorne gehen, dann kann es sein, dass wir hier hinten das letzte Feld nicht mehr abfragen. Anschließend rufe ich einmal solve wow auf, um einmal zu testen, ob das Ganze funktioniert. Ich führe meinen Code aus. Na, es gibt einen Fehler. Ah, okay. Na, hier haben gerade noch die Klammern von der Methode gefehlt. Aber ganz wichtig, nicht vergessen, so wie bei mir. Aber der Compiler hat es sehr gemerkt. Also auch ein Problem aufgetreten. Okay, führen wir das Ganze mal aus. Nochmal aus. Playgrounds hat anscheinend noch einige Bugs, die mir jetzt auch im Tutorial hier aufgefallen sind. Ich hoffe, die werden bald gefixt. Okay, hier diese Reihe haben wir gelöst. Das heißt, wir müssen jetzt noch einmal die nächste Reihe gehen. Die einmal lösen und dann nochmal zur nächsten Reihe gehen und die auch lösen. Das heißt, wir machen hier einen Turn Left, einen Move Forward und dann wieder einen Turn Left. Dann können wir die nächste Reihe lösen. Solve for, ich mache extra einen Absatz hin. Wir müssen auch sogar zwei Move Forwards machen, weil dann ein leeres Feld noch dazwischen ist. Wenn wir dann die nächste Reihe gelöst haben, dann stehen wir hier wieder am Ende, drehen uns einmal nach rechts, einen Schritt nach vorne und dann nochmal nach rechts drehen. Turn right, move forward, dann nochmal einen Turn right und anschließend können wir die letzte Reihe lösen. Führen wir das Ganze einmal aus. Ich mache ein bisschen schnellere Geschwindigkeit, dass was schneller geht. Und wir sehen, wir haben auch dieses Level geschafft. So, kommen wir zum nächsten Level. Hier haben wir eine kleine 3x3-Welt. Wir haben hier wieder Schalter und Edelsteine. Und wir sollen hier eine Logik schreiben, natürlich wieder alles einzusammeln bzw. einzuschalten. Ich will das Ganze so lösen, dass ich hier zuerst einmal in eine Ecke gehe, in Richtung schon mal nach hier unten oder nach hier rechts gucke. Und ich dann eine Vorschleife viermal ausführe, die jeweils immer drei Felder nach vorne geht und dabei immer ein Juwel einsammelt oder einen Schalter umlegt. Im Anschluss davon immer dann einmal nach rechts oder nach links drehen und das Ganze dann wiederholen. Fangen wir erstmal an mit der Funktion, um einen Edelstein einzusammeln oder um den Schalter umzulegen. Wir machen hierfür
So, schreiben wir einmal die Funktion collect or toggle. Wir machen hier eine if-Frage is on gem. Wenn wir auf dem Juwel sind, dann machen wir wieder ein collect gem. Andernfalls prüfen wir, ob wir auf einem geschlossenen Schalter stehen. Wenn wir auf einem geschlossenen Schalter stehen, dann machen wir einen Toggle-Switch. Dann schreibe ich eine Funktion, go to corner, um einmal in eine Ecke zu gehen, wo wir dann anfangen. Dafür gehe ich einen Schritt nach vorne. Dann mache ich einen Turn left, wieder ein Move forward und ein Turn left wieder, um schon mal in die richtige Richtung zu gucken. Anschließend brauche ich dann eine Funktion, um eine Reihe zu lösen. Dafür mache ich wieder einen Solve Row. Hier mache ich dann eine Vorschleife von 1 bis 3. Und hier mache ich jeweils erst einen unseren Methodenaufruf, collect or toggle. Und anschließend ein Move forward. Mit dieser Methode haben wir dann schon eine Reihe gelöst. Wir prüfen zuerst immer, ob wir auf einem Juwel stehen oder auf einem Schalter, sammeln den ein oder schalten den um und anschließend gehen wir einen Schritt vorwärts. Jetzt müssen wir das Ganze noch zusammenfügen. Dafür müssen wir zuerst einmal in die Corner, also in die Ecke gehen. Dafür habe ich ja gerade die Methode geschrieben, go to corner. Anschließend stehen wir dann hier oben in dieser Ecke und gucken nach hier unten. Dann rufe ich mit einer Vorschleife viermal einen Code auf. Und zwar viermal ein Solve Row. Und nachdem ich eine Reihe gelöst habe, mache ich immer ein Turn Left. Und das Ganze führe ich einmal aus. Wir gehen zuerst in die Ecke. Jetzt legen wir den Schalter um. Sammeln den Juwel ein. Den Schalter legen wir nicht um. Gehen aber einen Schritt zu viel noch. Stimmt, man geht ja immer nur zwei Schritte nach vorne. Das behebe ich jetzt noch. An dieser Stelle müssen wir das nämlich nur zweimal abfragen. Gehen aber einmal noch durch. Und mache ich einmal eine 2 hin. Jetzt müssen wir aber einmal noch am Ende prüfen, collects or toggle. Weil wenn wir jetzt zuerst prüfen, dann einen Schritt nach vorne gehen, nochmal prüfen, nochmal einen Schritt nach vorne gehen, ist hier diese Methode schon vorbei und dann müssen wir nochmal einen collect or toggle aufrufen. Weil wir müssen pro Reihe dreimal prüfen, aber jeweils nur zwei Schritte immer nach vorne gehen. Das Ganze führe ich jetzt nochmal aus. Stelle die Geschwindigkeit auch mal ein bisschen hoch. Und wir sehen, wir haben das Level gelöst. Mit diesem Level werden wir dann im nächsten Video weitermachen. Ich bedanke mich dann erstmal fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag aktuell bei dieser Hitze hier in Deutschland. Bis dann, ciao, ciao.